Ja, ich würde sagen, da warten ein paar Leute für die Ducati World Premiere 2025 auf der Intermod. Und wenn es euch interessiert, was da präsentiert wurde, dann schaut euch das Video an. Gut, die Katze ist aus dem Sack. Es handelt sich um die Multistrada V2S bzw. V2. Und dieses Motorrad ist eine richtige Neuentwicklung. Also das ist nicht irgendwie eine Modellpflege, sondern die hat zum einen natürlich den neu entwickelten V2, der leichter ist, mit 890 Kubik, der in der V2 jetzt 115 PS leistet, 92 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wir haben aber diese 115 PS nicht in jedem Fahrmodus zur Verfügung. Das heißt, im Offroad-Modus oder im Urban-Modus hast du nur 95 PS zur Verfügung. Du hast eben, wie bei Ducati üblich, immer sehr, sehr viel Elektronik bei diesem Motorrad drinnen. Und der Clou ist wirklich das Gewicht. Also die Gewichtsersparnis gegenüber dem Vorgängermodell beträgt nicht weniger als 18 Kilo. Und das habe ich noch selten gehört, dass ein neues Modell um 18 Kilo weniger hat als das Vorgängermodell. Möglich gemacht ist eben zum einen durch den leichteren Motor, aber zum anderen mit einem völlig neuen Chassis. Wir reden hier von 199 Kilo vollgetankt bei der V2 und 202 Kilo vollgetankt bei der V2S, die dann mit einem elektronischen Fahrwerk, mit dem Skyhook-Fahrwerk daherkommt, wirklich voll einstellbar. Wir haben die Möglichkeit, die Preload zu reduzieren, dass man um 8 mm weiter runterkommt, wenn man aufsteigt oder absteigt oder beim langsamen Fahren, und kann das dann per Knopfdruck wieder erhöhen. Also das spielt wirklich alle Stückchen. Gut, jetzt habe ich mir noch rasch den Johannes Stilz, den Marketingleiter von Ducati Deutschland, geschnappt, dass er uns ein bisschen was über dieses Motorrad sagt, weil auch schon tut es mörderisch, wie es fährt, kann ich mir eben erst hoffentlich nächstes Jahr dann anschauen. Aber Johannes, wen will man damit abholen mit diesem Motorrad? Erstmal herzlich willkommen, Wolf. Schön, dass du bei uns bist. Ja, abholen wollen wir letztendlich, ist ein Crossover-Bike. Wollen wir Pendler, Reisende, Tourer, für alle letztendlich das passende Bike. Ne? Was ich schon gesagt habe, was mich am meisten beeindruckt, ist 18 Kilo abgespeckt. Also ich habe schon viel mitbekommen. Es gibt immer wieder mal so, dass jemand 2-3 Kilo leichter wird und darauf richtig stolz ist. Aber 18 Kilo, das ist mörderisch. Wie habt ihr das gemacht, außer mit dem Motor? Ja, Motor ist eine riesige Komponente natürlich. Gleiche Konzept, wie wir auch bei der Street Fighter und Panigale V2 jetzt hatten. Das heißt, der kompaktere neue V2-Motor spart ordentlich Gewicht ein. Hauptpunkte sind aber auch das neue Monocoque-Chassis vorne und die Schwinge. Und das in der Summe, kommen wir auf 18 Kilogramm am Ende. Ja, also das klingt richtig gut. Ich will dich jetzt auch nicht allzu lang aufhalten. Weiß man schon die Preise? Ja, wir starten mit der mit der Multistrada V2 Standard bei 15.990 Euro im deutschen Markt. Und die S-Version liegt bei 18.490 Euro. Und verfügbar ist beides ab, letztendlich jetzt Dezember, Januar, kommen die Bikes direkt in den Handel.
Na wunderbar, ich nehme an, für Österreich müssen wir da leider noch 1.000-2.000 drauf rechnen, Nova sei Dank, aber da können Sie jetzt nichts dafür. Prinzipiell ist es, glaube ich, schon ein Motorrad, das, wie du sagst, für den täglichen Gebrauch genauso bereit ist, wie dann eben für die Reise. Ne? Absolut. Ich meine, der Slogan sagt es, Everyday Adventure, aufgrund des geringen Gewichts, der Reisetauglichkeit, dem neuen Drehzahlband, was wirklich ausgewogen ist, ist es wirklich sowohl für Reisen als auch für den Alltag das perfekte Bike, würde ich sagen, um nicht auf Komfort zu verzichten. Ja, da bin ich schon gespannt, wenn ich sie denn dann einmal zu testen bekomme. Ja, wie gesagt, ab Januar grundsätzlich, ich würde sagen, beim Wetter in Deutschland vielleicht eher ab März, aber... Ich bin ja Winterfahrer. Das Bike ist vor dem Wetter ready. Alles klar, danke dir. Sehr gerne. Es ist natürlich keine Reise-Enduro im klassischen Sinn mit dem 19 Zoll Vorderrad und dem 17 Zoll Hinterrad, aber es ist ein Crossover-Bike, ein Fun-Bike, wenn man so will, also ein Reisemotorrad, wenn der Fokus in erster Linie auf der Straße liegt, aber ich mache mir keine Sorgen, dass man mit dem Motorrad nicht auch den einen oder anderen Schotterweg mitnehmen kann, den einen oder anderen Schotterpass. Wir haben immerhin 170 mm Federweg vorne und hinten, das ist auch ordentlich. Also ihr seht, es ist recht viel los hier auf der Messe. Ich habe mich jetzt auch kurz gehalten. Ich werde das Motorrad, so Gott will oder so Ducati will, nächstes Jahr auch zum Testen haben. Und da werde ich euch dann meine ganzen Fahreindrücke davon präsentieren. Jetzt einmal ein erster Eindruck davon, eine wunderschöne Ducati, die eben, was mir am meisten taugt, richtig abgespeckt hat. Also das heißt, die wirklich leichter geworden ist, spürbar leichter geworden ist, die mit Elektronik vollgestopft ist, wie das bei Ducati üblich ist. Also ich bin schon wirklich gespannt drauf, die zu fahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dieser kurze erste Blick auf die Ducati V2 bzw. V2S, dann seid so gut und lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt in den Kommentaren unten rein, was ihr von Ducati hält, was ihr von der neuen V2 haltet, ob es vielleicht überlegt, euch eine anzuschaffen. Würde mich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch ganz, ganz wichtig, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch die Glocke aktivieren, damit ihr meine Videos künftig nimmer mehr versäumt. Amiga Flo!